Jeder von euch hat sich schon mal vorgestellt, wie er im Auto sitzt und im Notfall einfach die Scheibe komplett zerbricht oder so. Aber passiert das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Das finden wir heute heraus. Dazu werde ich jetzt erstmal bei ein paar Schrottplätzen anrufen und gucken, ob die sowas für mich da haben. Okay, das hat wirklich eine Weile gedauert, aber ich habe jetzt jemanden gefunden, der vielversprechend klingt. Da werden wir jetzt mal vorbeifahren und die Tür abholen. Let's go, Sesan, öffne dich. Hallo. Haben wir telefoniert? Ja, ich glaube auch, oder? Ich habe vergessen. Egal welche Tür, oder? Kann ich helfen? So, vielleicht ein bisschen helfen? Ja, klar. Ey Leute, ich sag's euch, ne? Wenn ihr Aufsehen in der Stadt erregen wollt, lauft mit einer Autotür durch die Stadt. Das guckt euch jeder an. Mich hat ohne Witz sogar das Ordnungsamt angehalten, gefragt, was ich damit tue. Ich bin wirklich gespannt, was dieses Glas aushält. Wir werden es rausfinden, aber erst morgen. Heute ist endlich soweit, ich habe euch entscheiden lassen, mit was wir anfangen sollen. Über 5000 von euch haben sich für den Nokia-Hammer entschieden, deswegen werden wir damit jetzt auch starten. Aber wird dieser Hammer es schaffen, die Tür zu zerstören? Das finden wir jetzt raus. Ich sag's euch, diese Brille beschlägt jedes Mal, sobald ich sie aufsetze, aber safety first auf jeden Fall, wie ihr seht. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob was passiert. Nokia versus Fiat-Tür. Also bis auf das, dass Nokia kaputt gegangen ist, ist wirklich nichts passiert. Da müssen wir härtere Geschütze auffahren. Über 300 Leute in einer Stunde haben sich für die Rohrzange entschieden. Das heißt, das wird unser nächstes Tool. Und sind wir mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Scheibe aushält. Niemals überlebt das Glas die Rohrzange, aber mal gucken, dass ihr das auch ordentlich seht. So. Ich denke, so könnt ihr alles sehen. Ich bin auch neu in dem ganzen YouTube-Ding. Ich hoffe, es ist alles drauf, aber macht auf jeden Fall mal das Plus weg, weil es wird noch einiges passieren hier. Alright, 3, 2, 1. What the fuck? Lass uns das nochmal probieren. Wie ist das möglich? Wir stehen vor einem großen Finale, der Hammer hat gewonnen, aber es gibt ein Problem. Und zwar wurde mein letztes Video auf TikTok gesperrt wegen gefährlicher Handlungen. Ich meine, irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, aber trotzdem, wir ziehen jetzt auf jeden Fall durch. Dann habt ihr quasi den exklusiven Content jetzt. Nice. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Scheibe diesmal kaputt gehen wird, deswegen werde ich den Hammer jetzt einfach reinschmeißen. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen sicherer. Vielleicht will mich TikTok ja nur vor mir selbst schützen. Ich bin wirklich aufgeregt, let's go! Jetzt aber! Holy shit, what the fuck? Ich meine, der Hammer steht... Nein! Da ist sogar ein fettes Loch in der Wand. Nö. Okay, das war nicht Ziel der Sache, aber gut. Wie casual der Hammer da auch einfach so steht. Was mache ich jetzt, Alter? Vor allem das Loch in der Wand, what the fuck? Aber das sieht schon cool aus. Ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass ihr das nicht zu Hause nachmacht, oder? Aber der Baustellenhammer hat absolut überzeugt. Was soll ich hier auf YouTube als nächstes umsetzen? Schreibt es mal hier in die Kommentare. Und hat zufällig jemand von euch Bock vorbeizukommen, das Ganze wieder aufzuräumen?